Yo Leute, ein Sebastian hier und heute zeige ich euch, wie ihr aus so einem Foto so eins machen könnt. Und zwar nur mit Hilfe eures Smartphones. Aus einem guten Foto ein richtig gutes Foto zu machen, ist in der heutigen Zeit so einfach wie nie zuvor. Ich meine, überlegt mal, was unsere Urgroßeltern für Möglichkeiten hatten, Fotos zu bearbeiten, wenn sie denn überhaupt die Möglichkeit hatten, selber Fotos zu schießen. Heute habt ihr alles, was ihr dazu benötigt, in eurer Hosentasche. Wie geil ist das denn? Ich werde heute auf zwei Apps eingehen, zum einen Adobe Lightroom CC und zum anderen VSCO oder Visco oder VSCO oder wie man das auch immer aussprechen will. Normalerweise bearbeite ich alle meine Fotos mit Adobe Lightroom Classic auf meinem MacBook da hinten. Aber manchmal bin ich halt unterwegs, sehe irgendwas Schönes, habe meinen Laptop nicht dabei, mache schnell ein Foto mit meinem Handy und will es dann halt auch direkt bearbeiten und nicht warten, bis ich zu Hause bin. Wenn ihr mal ein Tutorial zu einer ausführlichen Bearbeitung mit Lightroom am Laptop sehen möchtet, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und jetzt jumpen wir auch mal direkt in die Bearbeitung. Als erstes werde ich euch Lightroom CC vorstellen. Das gibt es kostenlos im App Store oder im Google Play Store, also ladet das direkt jetzt runter, dann könnt ihr nämlich mitarbeiten. Ich habe euch in der Infobox auch einen Link mit den beiden Beispielfotos gepackt, da könnt ihr euch die runterladen und dann könnt ihr wirklich 1:1 mitarbeiten und was lernen. Yay! So, los geht's. Das ist mein erstes Video mit Screen Record, deswegen mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, aber drückt mir die Daumen. So, ich habe das Foto schon importiert. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt nicht. Das werdet ihr schon selber rausfinden. Ihr habt ja im Intro schon gesehen, wie dieses Bild am Ende aussehen wird. Ich persönlich weiß es noch nicht. Aber mal schauen, in was für eine Richtung wir das bringen. Dieses Foto ist in London entstanden und ich finde, es hat an sich halt schon ein sehr cooles Licht. Das war oben auf dem Chart, diesem großen Hochhaus. Und da ist halt sehr cooles Licht reingefallen. Und im Hintergrund sieht man halt auch noch so ein bisschen die Skyline und ja, ist auf alle Fälle eins meiner Lieblingsfotos von meinem London-Urlaub. Und ich habe das schon einmal am Computer bearbeitet, aber ich wollte jetzt nochmal einen komplett anderen Stil ausprobieren, weil ich es da eher so klassisch für mich bearbeitet habe. Und diese App ist eigentlich ziemlich cool, weil sie sehr viele von den Funktionen hat, die halt auch Lightroom auf dem Computer hat. Aber manche Funktionen wurden halt wegrationalisiert, was ich sehr schade finde. Man kann zum Beispiel nicht die Kamerakalibrierung einstellen. Zumindest habe ich noch nicht rausgefunden, wie es gehen soll. Aber fangen wir doch mal an. Das Erste, was ich normalerweise immer mache, ist die Belichtung anpassen und den Kontrast und all sowas. Ich habe schon so eine Idee, in was für eine Richtung es gehen soll. Ich weiß auf alle Fälle, dass mir das noch so ein bisschen zu dunkel trotzdem ist. Kontrast kann man meiner Meinung nach auch nie genug haben. Damit man den Hintergrund ein bisschen besser sieht, ziehe ich das alles mal ein bisschen runter. Es soll alles so ein bisschen Grau-Look bekommen. Und ich weiß, das mag jetzt vielleicht ein bisschen im Kontrast dazu stehen, dass ich den Kontrast hochgezogen habe, aber das ist halt einfach, wie ich es mache. Ich muss dazu sagen, ich habe mir auch alles mit Lightroom selber beigebracht. Alles an Fotobearbeitung habe ich mir selber beigebracht. Ich habe keine Ahnung, wie der offizielle Weg normalerweise ist. Ich schiebe einfach immer so lange an den Reglern rum, bis mir gefällt, was bei rauskommt. Die Tiefen ziehe ich, glaube ich, noch ein bisschen hoch, damit man halt noch so die Details in den Haaren sieht. Wobei mir das jetzt so ein bisschen zu hoch ist. Ich glaube, so ist besser. Und schwarz ziehe ich dann auch noch ein bisschen höher. So, jetzt ist es auf alle Fälle schon so glowy, ein bisschen heller, es ist jetzt natürlich alles so ein bisschen flacher und das ist eigentlich das, was ich haben wollte. Jetzt werde ich noch ein bisschen die Details anpassen. Schärfe ist momentan auf 25. Ich packe die Schärfe einfach mal ein bisschen höher. Ich weiß, bei Porträts sieht es manchmal ein bisschen weird aus, aber ich glaube, dadurch, dass wir es eh nur auf Instagram posten und jetzt nicht irgendwie ausdrucken oder so, funktioniert das schon irgendwie. Ich werde die Klarheit noch ein bisschen runterschrauben, damit es noch so ein bisschen mehr diesen glowy Effekt bekommt und noch so ein bisschen die Schärfe ausgleicht. Teiltonung fasse ich persönlich eigentlich nie an. Also, ich weiß nicht, ich finde, entweder kann ich nicht gut genug damit umgehen oder es ist halt wirklich so, dass man das immer extrem sieht. Ich bearbeite die Farben lieber mit der Farboption, also HSL, was so viel bedeutet wie Hue, Saturation and Luminance, also den Farbton kann man da bearbeiten, die Sättigung und wie hell oder dunkel eine Farbe ist. Ich weiß nicht warum, aber die Temperatur ziehe ich in den meisten Fällen immer ein bisschen runter. Ich mag es irgendwie, wenn das Blau so ein bisschen mehr rauskommt. Ja, so um den Dreh ungefähr. Vielleicht noch ein bisschen.
Ja, vielleicht noch so ein bisschen ins Grünlichere. Ja, ich glaube, so ist cool. So kommt dann halt trotzdem noch ein bisschen das Gelb raus von der Jacke. Also klar, die Jacke ist nicht gelb, aber die hat so einen gelblichen Ton. Ihr wisst, was ich meine. Dynamik fasse ich nicht so oft an. Werde ich in diesem Fall jetzt auch nicht machen. Ich packe die Sättigung auf alle Fälle ein bisschen runter, weil wir das gleich noch über den Mix hier, also HSL, anpassen werden. Aber zuerst werden wir mal die Kurven anpassen. Die RGB-Kurve ist eigentlich nur eine andere Ausfertigung von dem, was wir gerade gemacht haben mit Helligkeit, Kontrast, Weiß, Schwarz und so weiter und so fort. Also oben rechts ist der hellste Punkt, den kann man halt zum Beispiel verschieben, ne? Dass halt viel früher alles schon hell wird. Und unten links ist dann halt der dunkelste Punkt. Und wenn man das halt verschiebt, werden halt Dinge früher dunkel oder später erst dunkel, beziehungsweise geht gar nicht erst bis auf komplett schwarz runter. So kriegt man diesen Faded-Effekt, den ja auch viele bei Instagram gerade benutzen. Wir werden den auch ein bisschen benutzen. Ich mache immer ganz gerne so den Angelhaken, wenn ihr da jetzt irgendwo einfach drauf drückt auf die Linie, dann erzeugt ihr einen neuen Punkt. Und ich glaube, ich mache das mal so ungefähr. Das ist vielleicht ein bisschen hoch. Ich finde es grundsätzlich ein bisschen schwieriger, das Ganze mit dem Handy zu machen und mit dem Finger, weil man dann immer ein bisschen abrutscht und dann ist der Punkt nicht ganz da, wo man ihn haben will. Aber manchmal hat man halt nichts anderes. Ja, ich glaube, so in der Art gefällt es mir ganz gut. Jetzt ist es so ein bisschen mehr faded, aber der Kontrast kommt trotzdem an den Haaren zum Beispiel und im Gesicht mehr raus noch. Jetzt gehen wir endlich mal zum Mix. Okay, und hier beginnt jetzt der kreative Part, weil ich möchte auf alle Fälle die Farben so ein bisschen verschieben, dass sie nicht mehr ganz so aussehen, wie sie jetzt hier gerade aussehen. Da gibt es keine wirklichen Regeln. Das ist jetzt einfach wirklich der kreative Part. Tobt euch aus. Ich werde es, glaube ich, auch jetzt mal einfach im Vorspulmodus euch zeigen und nicht auf jeden Punkt einzeln eingehen. Okay. Okay, das ist jetzt auf alle Fälle schon ungefähr, was ich möchte. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist so ein bisschen Kontrast. Deswegen werde ich jetzt nochmal die einzelnen Rot-, Grün- und Blau-Kurven anpassen und da echt nur so eine leichte S-Kurve reinbringen. Vielleicht ein bisschen mehr hier runter. Ja, so eine Art werde ich jetzt mal bei allen drei versuchen. Es ist halt echt ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt das auf dem Computer macht. Das sieht jetzt am Anfang ein bisschen komisch aus, weil man halt dann auch echt alle irgendwie anpassen muss. Aber ich weiß ja, wo die Reise hingehen soll. Ja, ungefähr. Gleich geworden. So, das gefällt mir jetzt ganz gut. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist jetzt doch irgendwie, dass die Belichtung zu hoch ist. Am Anfang sah das irgendwie ganz cool aus, aber ich glaube, ich packe es jetzt eher vielleicht sogar ein bisschen runter. Ja, ich glaube, so lasse ich das dann auch. So sieht es eigentlich ganz cool aus. Man sieht jetzt den Hintergrund ein bisschen mehr und der Kontrast auf ihr kommt auf alle Fälle um einiges besser raus. Ich finde die Farben von den Lippen ganz cool. Ich finde, die Hautfarbe ist nicht zu orange oder gelb geworden. Und insgesamt sieht es doch eigentlich ganz rund aus. So werde ich das jetzt erstmal lassen. Wie ihr seht, man hat echt fette Möglichkeiten mit Lightroom auf dem Handy. Also es ist, glaube ich, somit die ausführlichste App, die man für Fotobearbeitung auf dem Handy so haben kann. Und ich empfehle sie jedem, weil, hey, sie ist kostenlos. Also los geht's. Als nächstes kommen wir zu VSCO. Da habe ich das Bild auch schon mal importiert und das ist ein Bild von meinem Kumpel Xandy und das ist relativ spontan entstanden. Aber irgendwie mochte ich diese komische Wand im Hintergrund und dass da links oben so die Sonne rauskommt. Und gucken wir einfach mal, was wir damit jetzt anfangen können. Ich habe absichtlich schon ein Bild genommen, bei dem ich ganz genau weiß, dass ich nicht so mega viele Anpassungen daran machen möchte und da reicht dann halt VSCO komplett aus. Als erstes, wie ich es meistens mache, werde ich die Belichtung ein bisschen hochziehen, Kontrast ein bisschen anpassen. Das Ding ist, hier sind die Werte alle anders. Also hier kann man maximal plus 6, minus 6 machen. Es ist halt nicht so wie bei Lightroom, dass man da von 100 bis 100 geben kann. Deswegen muss man da immer so ein bisschen umdenken. Aber ich gehe hier trotzdem mal richtig krass rein. Werde auch hier ein bisschen nachschärfen. Ein bisschen viel vielleicht sogar, sowas um den Dreh. Klarheit hochziehen. Im anderen Bild haben wir es ja ein bisschen runtergezogen, aber ich glaube, hier sieht es ganz cool aus, wenn er sich halt so separiert. Das sieht so ein bisschen rougher aus, als es bei dem anderen Bild war, wo wir eigentlich, weil es um eine Frau ging, halt nicht so diesen roughen Look haben wollen, sondern eher was Weicheres. Sättigung geht, glaube ich, wegen den knalligen Farben schon noch ein bisschen hoch. Jetzt gefällt mir allerdings so die Gesichtsfarbe nicht mehr unbedingt. Die ist ein bisschen krass rot geworden, irgendwie so um den Mund rum. Das will ich jetzt ein bisschen anpassen und das Coole ist,
ist halt bei VSCO, dass man die Option Hautfarbe hat. Das bedeutet aber eigentlich nur, dass alles, was so aussieht wie Haut, also irgendwas zwischen Gelb und Rot, angepasst wird. In den meisten Fällen trifft es die Farbe, in manchen Fällen checkt er aber auch nicht so ganz, was jetzt Gesicht sein soll und was nicht. Oder Haut. Weil ihr seht, er passt halt auch das T-Shirt mit an und das T-Shirt ist halt logischerweise nicht seine Haut. Aber dadurch, dass es halt so orange ist, denkt er halt, es ist auch Haut. Aber da, wo wir jetzt gerade sind, ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich gehe sogar noch ein bisschen krasser hoch. Jetzt sind wir in Richtung Gelb gegangen. Da geht es halt links Richtung Rot, habt ihr gerade gesehen, rechts Richtung Gelb. Das, was ich jetzt auf alle Fälle wie immer noch anpassen werde, ist die Temperatur. Die ziehe ich ein bisschen runter. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, so ist ganz cool. Vorher, nachher, sieht schon ganz nice aus. Aber ich werde auf alle Fälle hier noch ein bisschen die Lichter safen. Bisschen krass vielleicht sogar, eher so. Und die Schatten noch ein bisschen hochziehen, aber nicht viel. Beziehungsweise, wenn ich es mir jetzt so angucke, ja, ich denke, so ist ganz cool. Nicht zu viel. Ja, aber dass man halt so ein bisschen das Gesicht besser erkennt, wo ja ein paar Schatten drauf fallen. Und das war es dann auch schon. Ich glaube, mehr passe ich da nicht an. Sieht eigentlich ganz fresh aus so. Hier seht ihr jetzt nochmal vorher, nachher. Wie ihr merkt, geht das Ganze bei VSCO um einiges schneller. Das liegt natürlich daran, dass man ein bisschen weniger Möglichkeiten hat, das Ganze anzupassen. Manchmal lege ich auch echt einfach nur irgendeinen der Presets drauf, passe ein bisschen was an. Jetzt haben wir es mal so von Grund auf selber aufgebaut. Aber das ist halt auch das Coole bei VSCO, dass man sich halt Presets auch holen kann. Viele gibt es immer mal wieder umsonst. Unendlich viele kann man sich auch dazu kaufen. Die kosten dann teilweise zwischen 2 und 6 Euro. Also nicht so mega teuer eigentlich für das, was man bekommt. Wenn man überlegt, so ein Lightroom Preset Paket, was dann auch so 6 verschiedene Filter beinhaltet, kostet ja meistens irgendwas um die 20 Euro oder so. Und von daher geht es schon klar. Es gibt bei VSCO auch die Möglichkeit, dass man seine eigenen Presets erstellt, also ein Rezept erstellt, so wie es da heißt. Ich glaube, dafür braucht man die Pro-Funktion von VSCO. Keine Ahnung, was die kostet. Benutze ich nicht. Ich baue es eigentlich jedes Mal wieder von selbst, weil es ja eh irgendwie nur 5 verschiedene Regler sind, die ich verstellen muss. Aber kann man auf alle Fälle auch machen. Normalerweise kann man ja bei Lightroom auf dem Computer, also Lightroom Classic zumindest, ja auch seine Presets selber erstellen und speichern und dann auf andere Fotos anwenden. Plus auf der App geht es nicht. Zumindest habe ich nicht rausgefunden, wie es geht. Falls es jemand von euch weiß, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, weil ich vermisse diese Funktion auf alle Fälle sehr. Weil ihr habt ja jetzt gesehen, wie viel Zeit es gekostet hat. Ich habe jetzt irgendwie knapp eine halbe Stunde an dem Foto rumgeschustert. Falls ihr in diesem Video etwas lernen konntet, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Schreibt es in die Kommentare, welches von den beiden Bildern fandet ihr besser? Fandet ihr das vorher oder nachher besser? Ich blende hier jetzt nochmal alle ein. So, das muss auch reichen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hier gibt es noch 2 andere Videos, die ihr auschecken könnt. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr neu auf diesem Kanal seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!